those who don't understand. Shine a Light, sei ein leuchtendes Vorbild. Der Song, komponiert und gesungen von der Jazz-Ikone Jocelyn B. Smith zusammen mit dem Duo Tête à Tête, ist Credo für den PSD-Zukunftspreis 2017. Die Genossenschaftsbank PSD Berlin-Brandenburg zeichnet seit nunmehr 3 Jahren nachhaltige Umwelt- und Gemeinschaftsprojekte in der Region aus. Mit 17 Preisen in einer Gesamthöhe von 50.000 Euro. Wie gelingt uns das? Nämlich durch die Unterstützung unserer Mitglieder und Kunden. Also wir sind eine Genossenschaftsbank und haben ein wunderbares Produkt anzubieten. Das ist ein Gewinnsparprodukt. Da können unsere Kunden sparen und man kann was gewinnen. Aber vor allem können wir denn auch entsprechend Spendengelder vergeben. Und mittlerweile, dank unserer Mitglieder und Kunden, sind das schon 300.000 Euro, die wir jedes Jahr an Spendengelder vergeben können. Und eine wichtige Institution ist mittlerweile, kann man sagen, der PSD-Zukunftspreis. 10 von insgesamt 103 eingereichten Projekten werden traditionell vom Publikum per Internetvoting bestimmt. Wie der Freundeskreis des Helmholtz-Gymnasiums e.V., ein Chor, der sich über 2.000 Euro freuen darf. Menschen, die sich für andere einsetzen. Von ihnen wird man an diesem Abend noch viel hören. Jurymitglied und Urania-Chef Ulrich Bleier ist beeindruckt. Man sieht, was da alles so unterwegs ist. Das ist ja unglaublich, wie viel Engagement man dann versammelt in einer solchen Sammlung von Projekten findet und was da an Ehrenamt und wirklich an Begeisterung dahinter steckt, auch an Mut. Neben den Publikumspreisen wurden 2 Mitarbeiter, 4 Jurypreise und natürlich der Hauptpreis vergeben. Auch in diesem Jahr war Moderatorin Maira Rothe wieder die Glücksbotin des Abends, die den Preisträgern die frohe Kunde überbringen durfte. Ergänzt durch die bewährten mundakrobatischen Ausführungen von Sebastian Fuchs. Der PSD-Zukunftspreis im Wert von 8.000 Euro geht an den Arbeiter-Samariter-Bund, Landesverband Berlin e.V. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat würdigte in ihrer Laudatio das Engagement des Vereins, die Instandsetzung maroder Wasserrettungsstationen in die Wege geleitet und durchgesetzt zu haben. Helfen Sie doch schließlich auch, Leben zu retten. Und ich denke, dass wir mit diesem Preis ein Engagement würdigen, was wirklich herausragend ist. Denn hier haben sich einige Ehrenamtliche zusammengetan und haben die Situation nicht hingenommen, sondern sie haben zugepackt. Und heute kann Berlin vom modernsten Wasserrettungsdienst Deutschlands sprechen, aufgrund dieses Engagements. Die 8.000 Euro Preisgeld sind zwar nur eine kleine Anerkennung, bringen aber dennoch neuen Schwung für die Vereinsarbeit. Na, wir werden das fortsetzen, was wir begonnen haben, nämlich die Wasserrettung in Berlin attraktiv und sicher machen und viele sportliche Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene schaffen. Strahlende Gesichter bei allen Preisträgern des PSD-Zukunftspreises 2017. Sie sind leuchtende Vorbilder. Shine a Light, das Lied des Abends. Heute ist es ein Lied für Sie. Thank you, Berlin.